Liebe Zuschauer, herzlich willkommen zu Wirtschaft TV. Bei mir ist heute hoher politischer Besuch, Wolfgang Kubicki, der stellvertretende Bundesvorsitzende der FDP. Schön, dass Sie sich die Zeit nehmen für Wirtschaft TV. Wir sehen momentan turbulente Zeiten. Griechenland ist eins der Hauptthemen. Denken Sie, dass die Bundesregierung das Thema richtig handhabt? Ja, bisher ja, weil den Griechen signalisiert wird, dass sie auf unsere Solidarität rechnen können. Allerdings nur, wenn die entsprechenden Wünsche, die die Geldgeber Griechenland gegenüber angetragen haben, auch erfüllt werden. Es kann ja nicht sein, dass eine neue Regierung erklärt, aus den bisherigen Vereinbarungen aussteigen zu können und den Geldgeber dazu verpflichten, nach seinen Bedingungen das Geld zu erteilen. Allerdings wäre ich skeptisch, wenn Angela Merkel die Bundesregierung umschwenken sollte. Das heißt, wenn sie von den notwendigen Reformschritten, die Griechenland einleiten muss, Abstand nehmen, um Herrn Tsipras und anderen zu helfen, dann wäre es ein Problem nicht nur innerhalb Deutschlands, sondern für ganz Europa. Man hat ja das Gefühl, dass Deutschland und alle Gremien in der EU Griechenland unbedingt im Euro halten wollen, einen Grexit unbedingt verhindern wollen. Wird man da nicht am Ende die Zeche zahlen müssen? Ja, wenn wir um jeden Preis einen Grexit verhindern, dann werden wir selbstverständlich die Zeche zahlen müssen. Aber ich glaube, dass der politische Wille, wir wollen, dass Griechenland dabei bleibt, an ökonomische Grenzen stößt. Wenn Griechenland das Gefühl hat, die Griechenland das Gefühl hat, man könne Sozialausgaben in Griechenland tätigen auf Kosten der europäischen Nachbarländer, dann muss dokumentiert werden, dass das nicht der Fall ist. Denn was sollen Spanier, was sollen Portugiesen, was sollen andere, was sollen Italiener sagen, die erhebliche Sparbemühungen unternehmen, die Strukturreformen durchführen, wenn auf der anderen Seite ein Land dotiert wird, das sich genau diesen Strukturreformen verweigert? Was denken Sie, wäre ein Grexit besser oder ist der Reformwille gut und man sollte das Land im Euro halten? Also bis zum Schluss sollte man den Versuch unternehmen, das Land im Euro zu halten, aber ein Grexit ist kein Schreckensszenario mehr. Herr Tsipras, glaube ich, verkennt die Situation. Anders als noch vor 5 Jahren wären die europäischen Institutionen in der Lage, damit fertig zu werden. Unser Bankensystem wäre in der Lage, damit fertig zu werden. Wahrscheinlich ist es einfacher, einen Grexit zu verarbeiten, als einen erneuten Bruch der Verträge und das Signal, dass man sich nicht anstrengen muss. Ich glaube auch nicht, dass die deutsche Bevölkerung bereit wäre und in der Lage wäre, auf Dauer als Zahlmeister Europas dazustehen. Das kann es nicht geben. Dann wäre der europäische Gedanke auch konterkariert. Noch einmal, wir wollen Griechenland dabei haben, aber Griechenland muss begreifen, dass sie ihre Probleme selbst lösen müssen und nicht auf Kosten anderer leben können. Die letzten Wahlen waren für die FDP wieder erfreulicher. Wo sehen Sie die Zukunft? Können Sie wieder Ihr Profil schärfen? Ja, die Wahlen in Hamburg und Bremen sind ja entgegen aller öffentlichen Unkenrufe nicht dadurch entschieden worden, dass wir 2 charmante, gut aussehende Frauen an der Spitze hatten. Wir können auch Männer. Wir haben auch Wahlergebnisse in Niedersachsen, Schleswig-Holstein, Nordrhein-Westfalen erzielt mit Männern an der Spitze in der gleichen Größenordnung. Aber es ist klar geworden, die Menschen haben mittlerweile wieder das Bedürfnis nach einer Partei, die das Prinzip, wir müssen erstmal erwirtschaften, was wir verteilen wollen, an die Spitze stellen, die Wettbewerb will, die Leistungsbereitschaft fördern will, die Menschen nicht erziehen will, sondern sie nimmt, wie sie sind und sie befähigen will, aus ihrem Leben das Beste zu machen. Im Bereich der Wirtschaft merken wir es allen Teilen, der mittelständischen Wirtschaft, dass der Ruf nach der FDP wieder lauter wird und wir haben auch an der Spitze der Partei mit Christian Lindner, mir und anderen Persönlichkeiten, bei denen man sich darauf verlassen kann, dass das, was wir fordern, dass das, was wir wünschen, im Zweifel auch durchgesetzt und umgesetzt wird. Sie haben auch die richtige Krawatte heute an, Magentafarben. Steht das für die moderne FDP? Ja, das ist schön, dass es so ist. Ich hatte die Magenta-Farbe als Krawatte schon, als es die Farbe bei der FDP noch nicht gab, denn sie passt schlicht und ergreifend auch zu einem guten, schönen blauen Anzug. Aber die Magenta-Farbe ist ein Tüpfelchen obendrauf, um Aufmerksamkeit zu erregen, um zu dokumentieren, wir haben uns verändert. Das ist sozusagen der werbliche Ausdruck dafür. Aber man kann sich darauf verlassen, dass die FDP nach über einem Jahr Diskussion zu ihren Grundsätzen zurückkehrt und darauf Wert legt, dass die Prinzipien der sozialen Marktwirtschaft umgesetzt werden. Das heißt, dass der Staat den Unternehmen so viel Freiheit wie irgend möglich gewähren muss, damit wir unseren Wohlstand mehren können. Überall dort, wo der Staat über Gebühr eingegriffen hat in den Marktprozess, war das Ergebnis zum Schluss schlechter. Und deshalb ist es Aufgabe zu dokumentieren, wer den Wohlstand bewahren und möglicherweise mehren will, der muss dafür Sorge tragen, dass Unternehmen dies auch leisten können. Was würden Sie wirtschaftlich machen, damit das Land stärker vorankommt? Ja, was ganz wichtig ist, ist zunächst, dass wir im Bereich der Bildung auf jeden Fall mehr tun. Wir reden seit 20 Jahren über Verbesserung der Bildung und wir stellen fest, dass wir zu schlechteren Ergebnissen kommen. Wir müssen akzeptieren, dass Menschen unterschiedliche Neigungen, Fähigkeiten und Begabungen haben und diese fördern, um das zu optimieren und nicht den Versuch unternehmen und den Eindruck erwecken, alle könnten zur gleichen Zeit das Gleiche leisten. Wir müssen unsere Infrastruktur unbedingt wieder ins Werk setzen. Ich komme aus einem Land, Schleswig-Holstein, bei dem die Sperrung der Rader-Hochbrücke dazu geführt hat, dass beispielsweise Dänemark in Richtung Süden nicht mehr ordentlich angebunden war, bei dem Unternehmen Schwierigkeiten hatten, ihre Kunden zu beliefern, bei der jede Stunde im Stau ja auch richtig Geld kostet. Das erlebe ich ja selbst auch als Anwalt.
Und deshalb müssen wir hier sehr schnell sehr viel investieren. Man hätte vielleicht die Rente mit 63 und die Mittelrente verschieben sollen, das Geld nehmen sollen, um unsere Straßen wieder in Gang zu setzen. Und wir müssen natürlich kommunikativ sehr viel tun. Wenn wir Gegenden haben, in denen wir keinen ordentlichen Internetanschluss haben, dann veranlassen wir Menschen dazu, dort wegzuziehen, und wir verhindern, dass die Überlebensfähigkeit Unternehmen, die vor Ort sind. Also wer den ländlichen Raum auch noch erhalten will, der muss dafür Sorge tragen, dass der auch angeschlossen bleibt. Und das sind die Kernaufgaben für die nächsten Jahre und Jahrzehnte. Noch eine Abschlussfrage. Die Bundestagswahl kommt mit zwar größeren Schritten, aber sie kommt dann demnächst wieder. Wie wäre es mit Wolfgang Kubicki als Kanzlerkandidat der FDP? Ja, wir wollen nun nicht übermütig werden. Also das schmeichelt natürlich. Wir haben einen Bundesvorsitzenden, der wird auch nicht Kanzlerkandidat werden, weil die Wahrscheinlichkeit, dass wir einen Kanzler stellen können, bei der nächsten Wahl jedenfalls unterdurchschnittlich ist. Aber wir werden uns wieder bemerkbar machen, und wir werden darum kämpfen, mit möglichst vielen Kräften, mit einer möglichst starken Fraktion in den Deutschen Bundestag zurückzukehren. Und alles Weitere werden wir dann sehen. Entscheidend ist, dass die Menschen das Vertrauen wieder haben, dass die handelnden Figuren bei der FDP das ernst meinen, was sie sagen, und nicht nur sich selbst genug sind, sondern dafür eintreten, dass es möglichst vielen Menschen möglichst besser geht. Und Sie werden keine Koalitionsaussage eingehen? Ich selbst nie, ich habe das nie gemacht, und wir werden das aller Voraussicht nach auch vor der Bundestagswahl nicht machen. Denn die Menschen sollen sich darauf konzentrieren, was sie von uns erwarten dürfen. Und alles Weitere findet sich später. Aus heutiger Sicht kann man sagen, die numerische Wahrscheinlichkeit spricht dann eher für eine mögliche Koalition, wenn sie denn zustande kommen sollte, aus Union und FDP, als für andere Konstellationen. Aber man hat festgestellt, in 2 Jahren kann so unglaublich viel passieren, dass Aussagen von heute in Bezug auf 2017 einfach unsinnig sind. Dann könnten wir auch Lotto spielen und darauf hoffen, dass wir 6 Richtige bekommen. Wir werden das verfolgen. Wolfgang Kubicki, stellvertretender Bundesvorsitzender der FDP, vielen Dank, dass Sie sich die Zeit genommen haben. Und Ihnen vielen Dank fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal bei Wirtschaft TV.